meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, tut mir leid, dass es etwas verspätet kommt, aber weswegen das jetzt verspätet kommt, seht ihr im Video, was Sonntag rauskommt. Heute dachte ich mal, drehe ich ein Video für euch ab, was ja gerade auf YouTube ziemlich viral geht. Und zwar ein Full-Face-Make-up mit den Schminkprodukten, Make-up-Produkten der eigenen Mutter. Ja, Mütter schminken sich ja oft anders, gerade weil jetzt so die Zeit ist, wo jeder echt zum Make-up-Experten wird und jeder Full-Face bam bam slayt, und die Mütter sind ja dann noch eine andere Generation, die halt eher alles so natürlich halten. Das ist zum Beispiel meine Mom auch, sie hält alles ziemlich natürlich. Ich habe jetzt mal geguckt, okay, was brauche ich für mein Full-Face-Make-up, und habe mir hier ein bisschen was von meiner Mom zusammengesucht. Mama, falls du das siehst, sorry, ich hatte dich nicht gefragt, aber ich denke, das geht schon in Ordnung. Sorry. Ja, ich werde aber trotzdem meine eigenen Pinsel verwenden, weil sie irgendwie nur einen Pinsel hat, und das ist so ein Puderpinsel und den Rest wahrscheinlich mit den Fingern macht, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, ich habe ihr noch nie beim Schminken zugesehen, sie schminkt sich auch sehr, sehr selten. Die meisten Produkte sind von Chat Noir, ganz einfach, weil sie mal eine Weile als Kosmetikerin für Chat Noir gearbeitet hat. Jetzt nicht mehr, aber sie hat dann halt trotzdem noch sehr viele Produkte. Also, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Dafür zoome ich euch jetzt mal ein klein wenig näher ran. Ich hoffe, das Make-up geht heute gut. Ich muss danach nämlich noch meinen Personalausweis erneuern lassen und muss Passbilder machen. Also wenn das Make-up jetzt wirklich schief geht, habe ich das 10 Jahre lang auf meinem Personalausweis. Also sollte schon was werden, ne? So, fangen wir an mit Foundation. Die Fit Me Foundation von Maybelline in der Farbe 105. Ich denke, das dürfte eigentlich passen. Vielleicht finde ich ja auch noch ein Passfoto irgendwo hier rumliegen. Das wäre echt perfekt. Hier über die Augenringe muss ich auch drüber gehen, weil ich einfach keinen Concealer gefunden habe. Offenbar benutzt sie einfach keinen Concealer. Ich glaube, ich muss meinen Hals auch nur mit einkleistern, weil sonst sieht das richtig scheiße aus. Kommen wir nun zum Abpudern des Ganzen. Ich habe hier von Chat Noir in so einer Palette, ich glaube, das ist so eine Magnetpalette, ein ziemlich helles Puder gefunden. Ich hoffe, das hält die Foundation ein bisschen auf. So, jetzt geht's an Konterieren. Und ich dachte, ich habe auch in irgendeiner von diesen Klappdingern eine Farbe zum Konturieren gefunden vorhin. Also ich habe hier zwei, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Die ist, glaube ich, ein bisschen zu rosa und die ein bisschen zu warm. Ich glaube, ich nehme am besten die, die ein bisschen zu rosa ist, weil die ist halt einfach auch irgendwie kühler. Jetzt kommt Blush. Dr. Hauschka Rouge Powder. Das sieht innen so aus, ist auch mit so einem kleinen Pinsel. Okay, jetzt müsste Augenbrauen dran sein. Und ich glaube, meine Mom benutzt gar nichts für ihre Augenbrauen. Ich glaube, sie hat nur so einen Lidschatten, wo sie sich ab und zu mit die Augenbrauen macht. Ja, ich nehme den hier. Das sieht die Farbe ganz gut so aus. Als nächstes kommt Highlighter. Und da benutzt meine Mom immer den von Rivalde Loop Young. Also ich mag Rivalde Loop persönlich gar nicht, weil ich habe sie schon aufgeholt, als ich noch so ganz klein war, als Teenager. Und weil ich halt nicht so viel Geld hatte, dann habe ich mir halt meistens von dem was geholt. Aber als ich das allererste Mal mir einen Highlighter geholt habe, war das auch der hier. Und da war ich eigentlich ziemlich begeistert. Oh ja. Jetzt müsste das Augen-Make-up an der Reihe sein. Meine Mom macht eigentlich nie wirklich viel Lidschatten, eher so natürlich Brauntöne. Hier haben wir ein paar Brauntöne. Den hier. Dann gehe ich mit dem hier mal auf mein äußeres bewegliches Augenlid. Oh, okay, da kommt einfach keine Farbe. Dieser Lidschatten gibt einfach keine Farbe ab. Selbst wenn ich so mache, ich sehe nicht mal auf dem Pinsel was. Ey, wirklich. Ich drücke richtig auf und gehe rein und da kommt keine Farbe auf den Pinsel. Nur so 1% vielleicht. Und gehe jetzt in diesen dunkleren Ton hier.
Lidfalte so ein bisschen rein. Der gibt auch keine Farbe ab. Gott. Ja, auf einmal. Okay. In so einer anderen Lidschattenpalette auch von Shan Wan. Und zwar den hier, den habe ich jetzt für unter die Augenbrauen genommen. Und jetzt könnte ich theoretisch noch irgendeinen für hier innen auf dem Augenlid verwenden. Ich glaube, dann nehme ich den hier. Jetzt würde ich mir einen Lidstrich ziehen. Da Mama aber keinen Flüssig-Eyeliner oder auch irgendeine Form von Eyeliner hat, habe ich hier diesen Kajalstift gefunden. Der ist in Schwarz, den hat meine Mama auch noch in Weiß, in Grün, in Gold, glaube ich auch. So, dann kommt jetzt Mascara. Und zwar benutzt meine Mama immer von Yves Rocher Mascara Volume Deploy Lash Pumping Mascara in Waterproof. Ich fühle mich auch so sonnengebräunt. Aber nicht wie normal sonnengebräunt, sondern wie Latina sonnengebräunt. Ja, jetzt kommt eigentlich nur noch ein Lippenstift, der ebenfalls von Shan Wan ist. Meine Mom trägt, glaube ich, ganz gern bärige Töne. Sie hat auch einen goldenen Lippenstift und ein goldenes Lipgloss, was ziemlich cool aussieht. Aber ich glaube, das wäre hier einfach too much gewesen. Das trägt sie auch fast nie. Deswegen mag ich solche Lippenstifte nicht. Ich benutze eigentlich nur noch Liquid Lipsticks, weil ich mit Liquid Lipsticks einfach eine viel, viel bessere, klare, scharfe Linie ziehen kann an den Lippen und keinen Lipliner braucht. Und selbst wenn ich Lipliner auftrage und mit solchen Lippenstiften arbeite, male ich immer drüber. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal, wie schminken sich eure Mütter eigentlich? Ist es auch immer so, dass Make-up viel zu dunkel ist und dann voll natürlich und so? Auf jeden Fall abonnieren, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ja, wie gesagt, Sonntag kommt dann ein Q&A raus, weil es aus Zeitgründen und aufgrund höherer Gewalt einfach nicht anders ging. Ich habe fleißig Fragen gestellt und das werdet ihr dann am Sonntag sehen. Hier findet ihr jetzt noch mein letztes Video. Da habe ich euch die Mabicom-Palette reviewed und einen süßen Look kreiert. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, klickt auf jeden Fall drauf. Hier ist mein vorletztes Video. Ja, da habe ich mal unsere Feiertage Weihnachten, Silvester und den Jahreswechsel mitgevloggt. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, auch auf jeden Fall angucken, da sind echt lustige Sachen passiert. Und wir sehen uns am Sonntag zum Q&A. Ich freue mich auf euch und bis dahin, bye!